Okay, Agent, nehmen wir an, das JTF-Team ist tot, weil, naja, machen wir uns nichts vor. Kümmern wir uns also um die Nächste. Wir müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben, weg von meinen Generatoren. Und seien Sie vorsichtig. Die sind äußerst temperamentvoll und stehen unter ziemlich hohem Druck. Ach, die, ja. Ja, die habe ich gestern auf Challenge gemacht. Okay, Agent, nehmen wir an, das JTF-Team geschafft? Ist tot, weil, naja, ich hab nicht lange genug durchgehalten. Sie müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben, weg von meinen Generatoren. Und mit der Vector oder ohne? Die sind äußerst temperamentvoll und stehen unter und mit den drei Random. So. Aber, ja. So, das meintest du mit Ups. Ja, wieder ran. Oh shit. Hier sind wir die ganze Zeit abgekackt. Dieser, glaube ich, dieser Fall. Okay. Diese Arschlöcher sind lebensmüde. Sie wissen, wie man mit Sprengstoff umgeht, oder? Der Schlüssel an ihrer Shade-Tech müsste sie direkt zu ihnen führen. Sieht so aus, als wäre eine neue Bude, Leute. Wir sollten ja mal richtig die Sau rauslassen. Ich kann mir vorstellen, der Ort ist ziemlich beliebt bei der JTF. Die glauben, wir servieren ihnen die Schlüssel zur Stadt auf einem Silbertablett. Falsch! Zeig denen, wer das sagen hat. Ich kann damit machen, was ich will. Ein großer.
sich nennt. Wir haben uns das hier genommen und geben es nicht zurück. Falls ihr es wagt, rasten wir aus mit einem hübschen großen Knall. Lasst uns in Ruhe, dann haben es alle schön warm heute Nacht. Wenn nicht, sterben alle im Dunkeln. Ist ja eigentlich easy money hier täglich. Eigentlich schon, ja. Manche... Zwei Stück, ne? Sind, glaube ich, immer Hardcore und eins ist Challenging Daily, ne? Genau. Manche haben ja einen zweiten 30er. Dafür. Ach so. Ja. Dann haben die doppelt so viele Dailies. Ja, okay, stimmt, stimmt. Ach, das wird alles geshared? Mhm. Ah, okay. Und Skins gibt es halt verschiedene. Ah, okay. Ach so. Also Level 1 bis 5 gibt es andere Skins. Und dann halt gibt halt drei Levelbereiche, wo es verschiedene Skins gibt. Was ich aber bisschen dumm finde. Macht doch nicht wirklich Sinn. Ja. Nee. Aber gibt halt täglich drei Skins, drei Waffenskins und. Bomben entschärft. Ja. Eine weiteren Vorrichtungen entdeckt. Schön, dann räumen Sie mit den Arschlöchern auf. Sobald es halbwegs sicher ist, lasse ich ein Team eine Bestandsaufnahme von der Anlage machen. Ah, sieht aus, als hätten die Cowboys alle Bomben entschärft. Ist schon okay. Daneben Plan B. Zeit, den Laden zu demolieren. Schlag alles kurz und klein. Sorgt für einen Kurzschluss. Macht alles kaputt. Dann feiern wir in der Hölle weiter. Das klingt nicht gut. Wenn die genug Druck im Turbinensystem aufbauen, tja, dann geht das ganze Kraftwerk hoch. Vielleicht der ganze Block. Okay, bei diesen alten Kraftwerken war nicht alles automatisiert. Und es gibt manuelle Sicherheitsventile. Finden und öffnen Sie sie, um Druck abzulassen. Sofort wäre gut. Ja, übrigens, ja, Lexington Center und der Lincoln Tunnel sind die kürzesten. Okay. Deswegen werden die beiden gemacht. Wobei Lexington Center noch ein bisschen kürzer ist, aber schwerer. Ja. Kann man Challenging wohl alleine machen? Hast du das schon gesehen? Denke. Natürlich. Also mit dem richtigen Equip, aber. Ja. Shit. Was habe ich gesagt? Die Generatoren können dem Druckanstieg nicht lange standhalten. Sie müssen den Druck ablassen, sonst werden das Kraftwerk und ein Großteil von Stoytown von der Karte gefegt.
nötig mehr. Also. Weiteren Sicherheitsventile entdeckt. Gehen Sie zur Schaltzentrale. Sie haben reichlich Druck abgelassen, aber er steigt immer noch. Eine völlige Abschaltung ist nur in der Schaltzentrale möglich, also gehen Sie schnell dahin. Kommt denn da? Yeah. Stromgenerator stabilisiert. Tja, nichts ist explodiert und die Sirene jault nicht mehr, also sieht es wohl ganz gut aus. Ein Team ist bereits unterwegs, um die Schäden zu beheben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Sie können abziehen. Das dürft ihr nicht. Ja. Ihr schaltet bei uns im Stadt den Strom aus. Das passiert nur, wenn wir... Ja. Phoenix Credits.
mal. Warst du schon an der Base gucken, ob was da verkauft wird? Ja. War da irgendwas Cooles? Nee, nicht wirklich. Dark Zone? Mhm. Ich gehe noch kurz in die Base. Kann mich aber, glaube ich, danach. Zu einem Checkpoint in Dark Zone 5 porten. Dann können wir da rumlaufen. Also, eben hat es zu zweit auch ganz gut geklappt. Okay.